Ja, knie vor mir, Unwürdige. Ich meine, yo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge haben wir ein heißes Babe gesehen, von der ich glaube, dass sie ein Katzmädchen ist. Oder war das die Folge davor? Ich glaube, ich habe in der Folge davor gar nicht erzählt, was in der Folge davor passiert ist. Verdammt. So, egal. Wir sind jedenfalls in Nik Niakera, ich will immer Nikea sagen, in der Heimatstadt Dorf. Mein Gott, was habe ich hier für Probleme, Dörfer mit Städte zu verwechseln? Ja, ich bin hier im Heimatdorf von Mila und wir müssen hier diese Weltensteine finden. Und hier haben wir auch direkt einen, den nehmen wir erstmal mit. Den Weltenwindstein. Weil die Bombe irgendwie für ein Ritual oder so. Für, keine Ahnung, satanistische Beschwörungen, was weiß ich. Oh nein, ich kann es nicht glauben, dass ich keine Opfergabe mehr habe, die ich an den Schrein legen kann. Die Opfergabe, die ich gerne hinlegen würde, ist besonders schwer zu finden. Würdet ihr mir dabei helfen, sie zu suchen? Nö. Wie ihr wisst, brauche ich eine Insektenlöse, um sie als Opfergabe an den Schrein zu legen. Sie symbolisiert den Übergang von Leben in den Tod. Bitte bringt mir die seltensten und schönsten Lösen, die ihr findet. Ja, kein Ding, falls wir die nicht schon haben. Haben wir die? Bitte bringt mir. Ne, haben wir nicht. Okay, verdammt. Ja, hätte er sein können. Ja, und die knien wieder vor mir nieder. Wie es sich auch gehört. Und ja, zwei Steine fehlen noch. Aber erstmal gucken wir mal, was hier drin ist. Ich hätte gern irgendwo einen Laden, damit ich die Shops wieder aufleveln kann. Im Bosskampf habe ich bestimmt auch eine Menge Geld bekommen. Ja, 4000. Damit kann ich was anfangen. Da ist der dritte Stein. Der Welterdenstein. Und du hast auch eine Quest. Geil. Oh hey, wisst ihr was? Ich habe neulich eine Napfelfrucht gegessen. Sie war so lecker. Ich will, dass ihr auch mal eine probiert, Fürst Maxwell. Wenn nur jemand eine für mich besorgen könnte. Da müsste ich doch eine haben. Du willst, dass wir eine Napfelfrucht finden und sie dir bringen, damit du dir dann gleich wieder zurückgibst. Das klingt nicht sehr logisch. Aber meine Mutter lässt mich nicht aus dem Dorf raus. Und hier gibt es keine Napfelfrüchte. Komm schon wieder, such mir eine Napfelfrucht für ihn. Ich habe doch, glaube ich, schon eine. Da bin ich mir sicher. Yippie! Ihr habt eine Napfelfrucht mitgebracht. Vielen Dank, Fürst Maxwell. Die sind so lecker, ihr werdet es nicht glauben. Sieht wirklich ziemlich lecker aus. Sie sind wirklich gut, wirklich ehrlich, unglaublich gut. So, gut. Mila? Ja, du hast recht. Hier, probier du sie mal. Aber die war doch für euch. Ich bin mir sicher, sie schmeckt unglaublich gut, aber es ist schon in Ordnung. Danke, Fürst Maxwell. Hier, ihr könnt stattdessen das hier haben. Ja, also laufende Nase. Ich hab was? Was habe ich bekommen? Diesen Objekt können erste Eindrücke richtig in die Hose gehen. Es hat doch bestimmt einen praktischen Nutzen, oder? Hey, einen Moment mal. Ich habe da so eine Vermutung. Schön. Das ist ja mal nett. Hab mich schon gefragt. Dekoration bearbeiten? Zeig mal. Okay. Aber wie sieht denn seine Waffe aus? Ach so, sagen wir so von der Perspektive aus. Ich möchte mal nach unten gehen. Wie geil. Cool. Ich wusste ja nicht, dass man die Dinger auch bewegen kann. Oh Gott, was? Ich kann die überall hinballern? Ich kann die Farbe ändern? Warte mal.
Wie geil. Ja, ich will raus. Ja, aber mit der laufenden Nase möchte ich jetzt nicht unbedingt umlaufen. Wie geil. Kann ich auch die Kleidung irgendwie ändern? Farblich? Das wäre geil. Weil das allein war jetzt schon richtig geil. Schön. Welcome home, Lord Maxwell. I'm glad to see you're all well. All thanks to you, Lord Maxwell. Wow. So people really do worship Mila. It's pretty rare to find Maxwell worshippers these days, but apparently they used to be quite common. Faith in the spirits seems to have fallen dramatically all over the world. Although I couldn't tell that from here. The more spirit arts progress, the more spirits are seen as simply another facet of nature. So they used to be a bigger deal back then? Yeah. Legends say that it was the spirit Maxwell who created Risa Maxia to begin with. And the first human to follow him, Kresnik, came to be known as the Genesis Sage. Correct. And the people of this village are Kresnik's descendants. Yeah, you get crazy origin stories like that in all these rustic towns. How dare you! 20 years ago, I personally witnessed the advent of Lord Maxwell and the four great spirits. I saw her grow into the woman you see before you, without ever taking a bite of food or a wink of sleep. Das haben wir gemerkt. This miracle is proof that our legends were true. Want to tell this geezer about the time Mila collapsed from hunger? Just leave him alone. Come to think of it, the six ruling houses of Roshagal are all a part of that legend too. Their founders were supposed to be the six disciples of Maxwell and Kresnik, right? Now that is the truly absurd origin story. Those fools have no clue about the true secrets of this world. I should never have said that. Please, forgive me. What just happened? Nothing. Don't worry about it. Oh, Geheimnisse. Ah. Elfen ist mir sympathisch, aber ich traue mir mal noch nicht. Wenn ich eins aus Tales of the Abyss gelernt habe, dann, dass jeder Charakter irgendwie ein verdammt unheimliches Geheimnis hat. Dass man irgendwie niemanden trauen kann. Und ich bin mir sicher, hier wird das auch so sein. So. Waffenladen. Ach du. Okay, je weiter unten, desto mehr. Lohnt sich hierfür noch nicht so. Rüstungen. Wow, what the fuck. Zack. Eisenhelm und Bonsreif. Neue Objektrabatte, okay. Ich glaube, die Rabatte sind eigentlich nur dafür da, damit man sich überhaupt was leisten kann. Verdammt. Ich sollte mal hier auf die Dinger einfach achten. Oh. Zack. Heiler. Okay. Ah, das geht auch noch. Widerstandsemblem. Treuepunktsarmreif. Und zack. Zack. Lederumhang. Was noch? Will Rüstungen haben. Wo ich im Moment anscheinend keine nötig habe. So. Halbschutz, Federmantel, blablabla. Sicher schon alles bald. So, Level 7. Hier, den möchte ich aufleveln. Und zwar. Nein. Doch. Immer noch. Ach, Level 5. Boah. Aber die hier geben viel. Orangengummi, Tank des Lebens. Sind die billiger geworden?
Nochmal zu Berlan vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwann noch mal hier so Dinger brauche. Ja, mal gucken. So, Apfelgummi, Finsterton, Kreide, Dinger. War ich noch nicht so. Waffenladen. Glaube ich noch nichts Neues, ne? Rüstungsladen. Teuer. Das ist nur für ihn, also haben wir auch. Das ist nur für ihn, aber das ist verdammt billig. Warum ist das so billig? Warum ist das so teuer? Und hier ein Bronzereif. Und wir haben kein Geld mehr. So, ich hoffe jetzt, jeder hat auch das richtige Ausrüstung bekommen. Nein, das sollst du genau nicht haben. Du sollst das hier haben. Du solltest hier den Eisen, nee, den Bronzereif. Okay. Sonst verkaufen werde ich nichts. Was denn? Die Waffe sieht man noch nicht. Ist doch weg. Einfach weg. Ja. Wo war ich noch nicht? Wie gemacht haben wir in dem Park wirklich nicht. Hühner! Verdammt! Ah. In jedem Rollenspiel rennen die Hühner vor allem weg, nur hier nicht. Was soll das? So, hast du was hier? Hast du was hier? Verbeuglich gefällt. Ich bin in einem Haus. Ich breche in ein Haus rein, also verbeuglich von mir. Kommt einfach mal hier so eine Gottheit rein in dein Haus und sagt, verbeuge dich. Hey. Oh. Okay, wenn man das primitiv machen will. Weltenwasserstein. Gut. Ja. All four temporal stones. I appreciate your efforts. Hey. Let's bring them to the shrine beyond the village. Landkrab. Unsere Gottheit klettert hier die Brücke hoch. Das Schweigen. Der Lämmer. So, all the arts that channel the four great spirits don't work anymore? Yeah, not since the silencing 20 years ago. The power of the four disappeared overnight, causing a worldwide panic. And when did Mila take human form again? 20 years ago. Wait, are the two related? Yes, that was me. I reserved the four for my personal use. Seriously? I have no reason to deceive you. Of course, even I can't summon them now. So you'll have to take my word for it. So. Ich würde auch sagen, bevor wir das Ritual hier abhalten, mache ich noch einen Schnitt. Weil wer weiß, wie lange das geht. Da was noch passiert und was weiß ich. Weil ich glaube, in 2 Minuten schaffen wir immer. Deswegen sage ich schon mal, bis zum nächsten Part. Tut mir leid, dass einige Parts länger sind und einige kürzer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss. Liebe euch.